Wir machen jetzt mal einen Spaß, und zwar, wir sagen mal BIFO, also binomische Formel Lückentext. Das heißt, da fehlt was. Beziehungsweise wir kommen dann zu dem richtigen Begriff, quadratische Ergänzung nennt sich das. Ich habe hier Folgendes in grün mal als Hilfe hingeschrieben, das ist ja die erste binomische Formel. Ich verzichte jetzt mal auf die Minusvariante. Wir lassen es jetzt erstmal bei dieser. Und es steht schon mal da, was so dastehen muss, was nach einer binomischen Formel aussieht. Ich nehme jetzt mal eine zweite Farbe und sage, das ist ja ganz schön, was hier steht. X² plus 2x, und hier müsste eigentlich dahinter stehen plus 1. Aber das steht nicht da. Also habe ich Betrug gemacht. Damit ich aber keinen mathematischen Betrug richtig mache, sondern den Betrug auch wieder aufhebe, schreibe ich mal minus 1 dahinter. Denn das hier ergibt nichts mehr. Aber ich muss es so schreiben, wenn ich schon betrügen will, was ist der Sinn dahinter? Der Sinn ist dieser. Wenn ich das hier hinten durch Betrügen praktisch ergänze, dann kann ich das hier wieder sozusagen einklammern. Das sieht dann wie folgt aus. Ich habe dann hier also stehen x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Das ist das Blaue. Nochmal deutlicher, das ist das Blaue. Das ist einklammerbar. Das ist wieder zurückwandelbar. Aber ich habe ja hier wirklich einen kleinen Betrug gemacht. Meine minus 1, die hier, die muss ich dann dahinter schreiben. Jetzt habe ich mathematisch zwar ein bisschen betrogen, damit ich aus dieser Form, aus der hellblauen, wieder die eingeklammerte Form machen kann. Ich sage das extra so locker. Und wenn ich schon betrogen habe, aber letztendlich den Betrug wieder rückgängig mache, indem ich sage, ich habe ja eigentlich nichts dazu geschwindelt, so richtig, denn plus 1 minus 1 ist nichts, 0, dann muss ich die 1, die jetzt übrig bleibt, nachdem ich den Rest eingeklammert habe, hier hinten hinschreiben. Das ist der Trick. Gucken wir uns mal dieses Ding an. 81x² plus 18x sieht ja ganz schick aus. Ich möchte gerne daraus machen. Tja, wie sieht's aus? Was möchte man daraus machen? Ich ziehe hier einfach die Wurzel und sage, das ist 9x, was da rein muss. Das Vorzeichen kann ich abschreiben. Und hier drin, hier steckt mein 2ab. Das ist der Trick da drin. Um mein b rauszubekommen, muss ich diesen Ausdruck durch 2 und durch a teilen. A heißt aber 9x. Das heißt also, ich teile durch die 2 und durch das a, also 9x. Ich mache es hier mal ganz ausführlich. Jetzt kürze ich mal raus, was wegfallen kann. Das fällt weg, das fällt weg. 2 mal 9 ist 18 und die 18 fällt weg. Es bleibt hier eine 1 übrig. Aus diesem Ausdruck habe ich praktisch eine 1 gemacht. Ich mache das nochmal rückgängig, damit das nicht so doof aussieht. Eine 1. Also muss das hier 1 heißen. Hier kommt eine 1 rein. Das heißt, wenn ich die aber quadriere, zum b² mache, sage ich ergänze mit 1. Hier zufälligerweise wieder. Und ziehe meine 1 wieder ab, damit es keinen Betrug ergibt. Und diese 1, die hier hinten steht, muss ich hier hinten anfügen. Gibt es dazu Fragen? Jetzt haben wir hier stehen 2,25x² plus 9x. Was müssen wir jetzt dazu schwindeln? Am einfachsten lässt sich es rauskriegen, indem ich erstmal mich ums a kümmere. Was muss hin? Wurzel aus 225 ist 15, also muss hier eine 1,5x hin. Jetzt habe ich die 1,5x, ich muss hier aber durch 2 und durch 1,5x teilen. Ich muss also hier durch 3 teilen, also bleibt hier übrig und durchs x. Das x fällt raus, 9 durch 3 ist 3, also müsste hier wahrscheinlich eine 3 rein. Jetzt muss ich das wieder quadrieren, also ich muss 9 dazu rechnen und, weil ich betrogen habe, 9 wieder abziehen. Hinterher kann man es dann ausrechnen. Jetzt muss auf jeden Fall diese Aufhebung des Betruges dahinter geschrieben werden und dann stimmt es wieder. Fragen bis dahin. Pardon, ich hatte hier vergessen, das in Klammern zum Quadrat dran zu schreiben. Also hier ist unser Ziel, immer einzuklammern. Und jetzt machen wir was aus dieser hier. Achtung, das sieht nicht so glatt teilbar aus. Macht aber nichts. Wir werden mal sehen, was draus wird. So muss das Ergebnis aussehen. In diesem Fall hier aus 5 Viertel 1,25 zu machen, wird ein bisschen spannend. Da muss man sich einen Wolf rechnen. Brüche sind leichter. Hier ist die Nebenrechnung dazu. Ich habe 5x durch 2 und durch das hier, die 2x hier, dividiert.
Und dann ist was draus geworden. Machen wir mal noch eine Aufgabe. Das ist wieder unser Ziel, in Klammern zum Quadrat. Und wir haben da stehen, machen wir es nicht so dicke, 25x Quadrat plus 100, 200x. So, hier ist die Lösung. Ich habe erst die Wurzel gezogen, habe ich 5x rausgekriegt. So, und jetzt habe ich in der Nebenrechnung nochmal dargestellt, das macht man dann später im Kopf. 200x muss ich durch 2 und durch das a, ne, 5x teilen. Wenn ich das raus habe, bleibt eine 20 übrig. Das Quadrierte, damit ich das dann, ich zeige es jetzt nochmal, damit ich das dann in die Klammer bringen kann. Das Quadrat von 20 ist 400, aber Achtung, das war Betrug, also minus 400. Und das darf ich nicht vergessen, hier das hier wieder abzuziehen. So, machen wir an der Stelle erstmal Schluss und schöne Pause.